I dreamt for so long. Dieser fucking Move ist so fucking scheiße. My flesh was dull gold and my blood rotted. Haben die das bei FromSoft einfach auch mal getestet, die Scheiße? Corpse after corpse left in my wake. Die flippt aus dann, ich schwör's euch, die flippt dann aus, das ist so krass. As I awaited his return. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Ich bin Donny. Und du bist ein Witz. Verzögerung des Todes. Oh, nice. Dodges sitzen doch. Trifft die auch mal? Kann ja gar nichts. Ja, schnell ist sie. Aber ich bin geil. Oh, der. Ist gerade geil? Ah, fuck, mein Stamina. Okay, aber was mich schon mal freut, das Foregate ist direkt da und ich komme mit der klar. Ihr werdet sehen. Ich kann doch solche Dodges, ihr kennt mich doch. Das ist doch meine Art Gegner. Ja, und ich kenne doch den Chat jetzt auch schon die ganze Zeit. Hihihi, warte mal, der kennt die zweite Phase doch nicht. Kenne ich auch nicht, weil sie hat ja safe eine zweite Phase. Wir wissen, ob die staggert. Ich will nur wissen, ob die staggert. Das ist alles nur Test. Ah, ich mach das mal ohne die Staggerei. Ich mach mal normal. Wieso habe ich noch kein Damage gemacht? Hat die sich geheilt? Warte mal, heilt die sich? Die Verzögerung des Todes. Wow, okay. Okay, was? Das ist geil. Dieses Game einfach. Okay, cool. Naja, gut. Aber ich check nicht so ganz, wo die heilt. Die heilt sich immer. Guck mal, die hat jetzt. Ich hab die doch schon mal getroffen. Jetzt hat die aber voll Health. Da, jetzt hat sie wieder voll Health. Warum? Wo hat die das her? Das ist, fühlt sich an wie Sisyphos-Arbeit irgendwie. Heilt die sich. Hat die irgendwas so ein. Hat die so einen Effekt, dass sie sich ständig heilt oder so? Ich dachte jetzt mal auf ihre Health. Geht das jetzt hoch automatisch oder was passiert? Jetzt bleibt ja gleich. Wenn sie mich trifft! Wenn sie mich, ich hab's gerade gesehen! Die hat mich getroffen und ich hab drauf geachtet! Ja, scheiße. Was fällt dir ein? Okay, der Move ist einfach... Hä? Bitte ein Best-of-Zusammenschnitt für YouTube. Leute, jetzt habt mal mehr Vertrauen in meine absolut genialen Fähigkeiten. Die Melodie mache ich doch mit links hier. Ja, ihr habt halt viele Tries gebraucht, aber mein Gott, ich habe doch so viele Stunden auf dem Kerbholz, Leute. Dark Souls 2, nee, nicht durchgeschafft, aber Dark Souls 1 geschafft. Sekiro durchgeschafft. Dark Souls 3 durchgeschafft. Bloodborne durchgeschafft. Orphan of Course, pfff. Ishin, pfff. Media, pfff. Schwester Friede, pfff. Demon's Souls, Remake, durchgeschafft, pfff. Ah, dieser Reach von diesem fucking Schwert, ey. Not gonna lie, langsam wird's nervig. Oh, nice! Kriegt ihr noch? Ah, ich hab ihn nicht gekriegt. Ah, ich war zu dumm. Ich habe R1 gespammt wie so ein Noob, deswegen hatte ich keine Kontrolle über den Riposte. Aber ich sehe Progress, ehrlich gesagt. Ich sehe da Progress. You will witness true horror. Hat schon deutlich mehr Reach, diese Waffe. Vielleicht kann ich ja irgendwie ein bisschen sneaky-beaky-mäßig machen hier. Das müsste eigentlich auch staggern, die Waffe. Oh, scheiße. Ja, einfach antasten. Ah, die ist so heftig, Mann. Ja, guck mal, ich krieg auf jeden Fall die Dodges nach hinten jetzt hin mit dem Reach. Ich muss mich nur ein bisschen wieder dran gewöhnen, wo der Reach genau ist. Ja, okay. Aber, oh, geil. Ja, läuft doch, Freunde. Zieh's raus, R2. Ich bin riskant. Ja, und nochmal R1. Hinterher, staggern. Ja, Leute, Hälfte Energie runter. Die Logik macht's. Dieser Scheißangriff. Was macht man da? Den muss ich mir einfach merken. Anders geht's nicht. Ich muss merken, wenn sie das macht und dann abhauen. Ich glaube, ich hab sie langsam. Wenn sie ihren Scheiß nicht macht, die Superattacke, Alter. Da ist sie doch. Jetzt kommt sie, ne? Okay, einfach weggehen. Ja, ja. I got a learning, Leute. Ich lerne. Der geht ja so lang, der Angriff. Was geht? Flippt die komplett aus?
Jetzt hat sie auch wieder die ganze Energie wieder, ne? Oh, es ist zum Kotzen, Alter! Dieser Boss ist so fucking nervig! Und ich habe noch was gelernt übrigens, falls dich interessiert. Nicht als wäre ich ein Streamer oder so, der sowas kommentiert. Seitendeutschen ist besser bei ihr. Ich lerne, Alter! Donnie lernt und am Ende siegt er! Jetzt macht's es. Ja! Und jetzt hin! Wann kann man hin? Oh Mann, ich dachte, man kann schon... Wie lange geht denn die Attacke, bitte? Alter, wie lange geht denn diese Attacke? Zu ihr! Durch! Unten runter und jetzt aber drauf! Komm! Bisschen Stagger locken, komm! Ich bin zu gierig! Oh, weg, weg, weg! Oh, das sieht doch geil aus! Ich weiß nicht, ob da noch eine Phase kommt, ist mir scheißegal. Ich gehe jetzt einfach davon aus, nicht. Ich bin jetzt einfach all in. Come on, friend! Let's go! Let's go! Ich mache ja zwei Sitze noch. Ach nee, sie kriegt Energie von ihm! Nein! Wieso kriegt sie Energie von ihm? Scheiße! Das ist ja übelst scheiße! Das wusste ich nicht! Das ist ja übelst kacke, die kriegt's fucking zurück von meinem fucking Mimic! Geh weg! Geh weg! Lass mich den Repost kriegen, du Depp! Trottel! Trottel-Mimic! Ist sie dann tot oder kommt noch eine Phase? Ich weiß es nicht! Oh! I don't know! Ich habe keine Energie mehr. Ey, aber das ist doch Progress, Alter. Okay, wir haben jetzt was gelernt. Auf keinen Fall Mimic benutzen. Ich hab's gesehen. Die hat wieder Energie bekommen von meinem scheiß Mimic, Tier-Mimic. Was ist das? Ja, na klar. Naja, komm. Ja, nö, ja. Natürlich. Komm. Ja, Das ist der, der macht sie gerne, wenn man heilt. Das ist halt der typische, dieser Range-Angriff, der gefühlt zufälligerweise immer dann kommt, wenn man heilen will. Just saying, ja, RNG und so weiter, ja, RNG ist natürlich random generated number scheißen oder andersrum generated number, number generator in your ass, ihr wisst, was ich meine. Kann mir keiner erzählen, dass die Bosse nicht ein bisschen so machen, hallo, Input-Reading, der heilt, lass mal da genau immer diese... Ja, aber wenn es anders wäre, dann wäre das Spiel nicht so geil. Ja, I know. Weil ich heile ja auch. I get it. Trotzdem nervt mich. Und jetzt Schnauze. Donny. Und ihr. Ja, läuft doch. Ja, ja, ja. Lass mich ran. Oh Gott. Geh weg, du Trottel. Ja, Mann, wir ficken die. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, zwei. Nein. Ach, weil sie in Animation ist, oder was? Ach, klar. Sie kriegen das auch, die Gegner. Die Animation-Bonus? Das wusste ich gar nicht. Ah, die wird richtig verprügelt gerade von uns. Geil! Helmut Power! Komm, Stagger jetzt. Einer, zwei noch. Ja! Ja, ja! Come on! Stagger Power! Ich hab noch 10 Crimson, Leute! 10! Es läuft richtig gut! Oh, ich muss meinen Schwert weg. Nein! Nein, nein! Nein! Die ist so scheiße, Alter! Dieser fucking Move ist so fucking scheiße. Oh, ich hab Blut geleckt. Wir haben die richtig verprügelt, habt ihr das gesehen? Bam, bam, buf, bam, bam, buf. Und ich zweimal R2, Stagger, buf, geh weg, er geht zur Seite. Geil, wir sind drin. Minute Power, Alter. Mein Bruder. Nein. Bah. Geil. Nicht jetzt buffen, du Depp. Der ist so ein Trottel einfach. Er ist cool, aber er bleibt ein Trottel. Er ist und bleibt ein Trottel, mein Mimic. Warum machst du jetzt einen Buff? Jetzt kommt das Ding. Schnell weg, weg, weg. Was macht man da? Was macht man bei diesem Angriff? Ah. Fuck you. Jetzt weg. Was soll man da... Nein, nee, ich bin raus. Nein! Ich lebe noch? Ich versteh's nicht. Ey, dieser Boss macht mich fertig. Ich raff es nicht. Es ist so fucking unfair. Ohne Ende. Also jetzt mal kurz ohne Salz-Analyse. Also jetzt ohne, das Game ist so schlimm und das steigert man sich nur rein. Ich wusste es, als sie hochgegangen ist. Ich wusste, es kommt. Ja, buff dich, geil, du Geiler. Sie hat Hefte, komm mal, let's go. Concentration, Coordination, jetzt kommt's. Unglaublich, was soll man da machen? Ich raff's nicht. Ich verstehe es nicht. Was macht man da? Ich versteh's nicht.
Let's go. Zum ersten Mal. Okay, was geht? Zweite Phase. Jetzt zum ersten Mal. Come on! Jetzt kommt irgendein Scheiß, jetzt ein Riesenarm und fickt mich einfach direkt mit dem ersten Schlag oder so ein Scheiß, oder? Oh, mein Herz schlägt so schnell, Alter. Scheiße, ich hab so Angst. Das ist bestimmt irgendeine Scheiße, die ich nicht kann. Oh, das Schwert sieht schon so voll scheiße. Übelst schwierig. Gefährlich aus. Ist sie nackt einfach so halb? Hm? Also, naja. Ja, komm. Ja. Erstmal wegrennen, wie immer, wie es immer macht. Ja, first tries. Erstmal wegrennen. Oh, gut gedodged. Ich hab direkt gut gedodged. Okay, aber das kann man nicht. Ich hab 9 Crimson. Leute, komm mal, scheiß auf. Das ist quasi first tries. Da kommt das wieder. Ach so, das ist die Attacke. Ich wusste es, ich muss jetzt halt immer wieder diese erste Phase machen, die schon schwierig genug ist. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mich freut es natürlich, aber ganz ehrlich, was macht ihr eigentlich hier? Habt ihr kein Leben? Was guckt ihr euch die Scheiße bitte an, wie ich jetzt hier versuche, einfach nur diese Moves von ihr zu lernen? Ganz ehrlich. Spielt keiner Among Us oder sowas gerade? Knifft ein Knacker, sagt, ich bin bereit. So ehrlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch jetzt denken, ja, ach, so langsam. Oh, ihr wisst ja offensichtlich, wie es geht. Oder ihr habt auch, wie ich, einmal Glück gehabt und kam in die zweite Phase und mit wegrennen. An euch sage ich, fickt euch. Nee, Spaß. An euch sage ich, wenn ich es wirklich genau wissen will, sage ich es noch. Aber ich bin auf jeden Fall kurz davor. Ja, und schon wieder, weißt du, und dann guckst du unten und siehst, die hat wieder fast volle Energie. Das ist so fucking frustrierend. Versteht ihr, was ich meine? Das war so, ich habe alles gedodged, perfekt. No hit. Und dann guckst du nach unten und siehst so, die hat wieder fast volle Energie. So fucking frustriert. Scarlet Bloom Flowers. Once more. Hier wird man immer getroffen. Das ist die Worst-Attacke, hasse ich. Krieg schon direkt Salz gerade. Merkt ihr das? Diese Attacke hasse ich von ihr. Ich fange nochmal an. Fick dich! Ich hasse sie so sehr. Muss ich vielleicht mit Schild spielen oder so ein Scheiß? Muss ich mal Parry versuchen oder so? Ich hab doch das ganze Game nicht mit Parry gespielt, Mann. Ich hab das Timing gar nicht raus mit Parrys hier. Ach komm, leck mich. Hau drauf, hau mit drauf. Nicht golden, wow, du Trottel. Mach jetzt keinen Buff, du Depp. Das ist der dümmste Trottel-Mimik immer einfach. Der ist so dumm. Ja, Staggermann. Ich bin der Staggermann, weil ich staggern kann. Nicht zu gierig werden. Ja, gute Kiste. Weg. Nein, ich bin tot. Nein, ich hasse sie so sehr. Nein, mach das wieder. Ich hab den noch nie gedodged. Yes. Oh nein. Wie? How did I do that? Oh, du Ficker. Oh, die kommen, ey. How did I do it, though? Learning. Ich bin linksrum. Ich bin irgendwie im Kreis gedodged, ja, aber ich hab nur auf Glück gemacht, keine Ahnung. Ja, und jetzt hol ich dich, Repost, lass mich. Ja, so ist nämlich Teamarbeit, Kollege. Und jetzt Staggerlock, komm, ich hab volles Stamina. Bam. Du. Oh nein, scheiße. Ich sehe schon, komm, sie ist oben in der Luft und sie schwebt und sie hat so eine Art, ich gehe jetzt gleich runter und töte dich. Blick. Die macht's direkt. Was macht man da? Ich schwör's euch, Leute, ich versteh's nicht. Jetzt macht's es. Ich weiß nicht, was man da macht, Freunde. Ey, es ist so zum Kotzen. Ich fange immer perfekt an. Ich versteh's nicht. Es ist so zum fucking Kotzen, dieser Angriff. Ja, ich bin zwischengekommen. Gut. 11 Crimson, Leute, noch. 11. Come on. Ich hab's nicht gekriegt. Ach, geil. Egal. 9 Crimson. Zweite Phase. Ich muss das trinken. Was passiert? Ich renne einfach erstmal. Guter Dodge, zufällig. Bin tot. Ah! Nein, jetzt bin ich tot. Ha, ich hab's langsam. Man muss um sie rumdodgen irgendwie. Vielleicht auch gar nicht dodgen. Muss man vielleicht unter ihr bleiben oder so? Oh ja. Ja, Mimic Power, Alter! Du geiler Mimic! Ja, Mann, Mimic Power! Was macht man jetzt? Ah, was ist das für eine Scheiße? Was soll das? Jetzt bin ich tot. Ach!
Beim Hochgehen schlitzt sie mir in den Arsch. In den Arsch beim Hochgehen. Komm, Bro, mach auch ein Wow. Wow. Wow, wenn du geil bist. Ja, du bist geil. Let's go. Nochmal zwei. Nein, scheiße, wir sind tot. Ich hab gepaddelt, Bro, und einfach wie so eine fucking... Komm, damit ihr ein bisschen Abwechslung habt. Bisschen self-aware bin ich jetzt ehrlich gesagt, aber scheiß drauf. Das ist ein bisschen komisch. Ja, Stagger? Ja, Stagger, Bitch. Scheiße, bin fast tot. Oh, tschüss. Fuck you, Alter. Whoop. Nein. Kennst du? Ja, sehr gut. Ah, nein. Sie macht es wieder. Bimmelimmelim, bimmelimmelim, hier kommt der Mimikmann. Und abhauen. Leute, ich glaube, es ist soweit. Ich muss mir angucken, wie die Attacke geht, weil dann habe ich sie. Dann habe ich auf jeden Fall wieder die zweite Phase. Ich bin am Ende der Fadenstange. Das wird das einzige Mal sein in diesem ganzen Game, wo man es googelt, aber irgendwann ist der Spaß vorbei. Hello and welcome. In this video, I'm gonna try to... Okay. Okay. Mit Tanktop. Okay. Quickly show you how to dodge waterfowl dance. Let's get right to it. Run. Are you fucking kidding me? Through her and then away. Ja, wer macht das, als wäre das so einfach oder was? Als ob ich das dann trotzdem hinkriege jetzt. Just like that. It can be done. Ach, komm dein Ernst. Just like that. Easy peasy. Das ist wie wenn jetzt irgendwie Sebastian Vettel die Nordschleife fährt mit 300 km/h und danach aussteigt und sagt so, ja, und so einfach geht das, ne? Müsst ihr einfach nur die Kurven richtig nehmen und fahren halt, ne? Gas geben, bremsen und schalten, das kriegt ihr schon hin. Er macht doch nichts anderes als ich irgendwie gefühlt, aber halt einfach die iFrames besser. Aber ich brauche doch eine Anleitung, um zu wissen, worauf man achtet, wo die Frames sind oder so. Wisst ihr, was ich meine? Raus, rein, raus dodgen. Klingt wie das, was ich mit deiner Mutter gemacht habe gestern. Sorry, like sorry, ey, Gag, sorry, Gag. Oh nein. Rein, raus, rein. Aber sie hat sich die ganze Energie wieder geholt, habt ihr das gesehen? Die war voll low. Die hat sich das alles wieder geholt, das ist ja unfassbar nervig. Ich glaube, jetzt habe ich's. Nice, perfekt. Come on, Leute, fucking flawless drive ist jetzt. Let's go. Jetzt ist sie wieder gierig. Sie ist wieder, sie flippt aus, sie flippt wieder aus. Die flippt aus dann, ich schwör's euch, die flippt dann aus. Das ist so krass. Yes, come on. Bester Try bis jetzt. Und jetzt normal einfach oder wie ist jetzt? Was geht jetzt ab? Kein Move von ihr. Ich kenne keinen Move. Ey, das schaffe ich nie im Leben, Mann, diesen fucking Boss. Ich schaffe den nie im Leben. What the fuck? Nicht mit dem Bild, nicht mit dem Damage, Leute. Ohne Scheiß. Never ever. Bis jedes Mal so lang bis in die zweite Phase und erstmal alle ihre Moves da zu lernen. Boah, ey, come on. Oh, 11 Crimson, zweite Phase, Leute. Jawohl, Alter, 11. Come on, I'm learning. I'm learning. I'm getting better, I'm getting stronger, I'm turning into the monster. Mimik ist auch noch am Leben, come on. Ach komm, ey. Ah, scheiße, falsche Ding. Weg. Ich kann nicht weg, weil ich die Scheiße trinkt, wo nichts drin ist. Er trinkt die Scheiße, die nichts ist. Und deswegen kann ich nicht weiter wegrennen. Sehr gut. Leute, 12 Crimson. 12 Crimson und jetzt nicht gierig werden. Jetzt machen wir ganz ruhig zu Ende. Gut gedodged. Und fertig. Jetzt. Come on! Dodge hat gesessen. Nice. Und noch geheilt schnell. Ich will heilen, ich will heilen. Aber sie lässt mir keine Zeit. Ich will heilen unbedingt, aber ich kann nicht. Oh, was? Den kenne ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ich dachte, ich habe gut gedodged. Nicht aufgeben, come on.
heilen. Ich kann nicht heilen. Ich muss irgendwie heilen. Ich kann nicht heilen. Was soll ich machen? Ich spiele doch gut, oder nicht? Ich meine, ich versuche die Dodges, mache ich gut. Ich denke ans Heilen. Ich komme nicht weg. Ah! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, haben die das bei FromSoft einfach auch mal getestet, die Scheiße? Ja, come on! Was macht man da? Das ist so fies, Leute, diese Attacke. Come on, ey, wirklich! Ach komm, ey! Aber ich habe gar nicht verstanden, was dafür gerade abging. Nein, jetzt greift die mich. Wow. Lebe ich noch? What? Ah, okay. Naja, dann nicht mehr. Gierig, gierig ist geil. Ich kann die jetzt nicht mit der Kamera schaffen, wenn ich die jetzt schaffe. Das wäre voll scheiße. Da sieht man gar nicht, wie ich reagiere. Ja gut. Mark Terenzi, wo bist du? Mark Terenzi! Mark Terenzi! Wo bist du? Ja, weiß ich nicht. I don't know what to do. I'm just gonna be dying all day, all night, all fucking every day. We're gonna be dying. Like, we're dying all the time. Ja, komm. 12 Crimson? Ich weiß nicht, wie man das dodgt und das ist zum Kotzen und deswegen hören wir heute auf. Ich habe heute super spontan einen Urlaub gebucht. Aber warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil wir jetzt ein Ziel haben. Ich will im optimalsten Fall mit dem Gefühl, Malenia besiegt zu haben, am Strand sitzen und Pina Colada saufen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich das Gefühl, hier ist unfinished business. Oh, tot. Ja, rein, raus, rein, Alter. Nice. Wie bumsen einfach. God damn it, Mann. Aber ich sag euch echt, mein Controller geht langsam an den Arsch hier, wirklich. Also ich habe echt den R2-Knopf jetzt richtig, der geht langsam kaputt. Mein Knopf ist kaputt, ich kann den nicht mehr drücken. Mein R2-Knopf ist wirklich durchgeleiert. Fuck you einfach. Dumme Sau, ey, wirklich. Dumme Scheißsau. Jetzt ehrlich, ich brauche einen neuen Controller. Ich muss einen von den anderen ausprobieren. Der ist mir durchgenudelt hier. Der R2-Knopf ist nudelig. Das wird jetzt der Try, Leute. Der beste Try bis jetzt. Nicht Jinxen. Oh! Mikila! Erste Nachricht eines Zuschauers. LOL, wirklich 170 plus Tries? LOL. Halt dein Maul. Ey, dieser Boss, Mann, das kann's doch nicht sein, Mann. Wirklich, das kann's doch jetzt langsam nicht sein. Und hört auf zu fragen, ob ich schon mal Bleed versucht habe. Nein, und ich hab's mittlerweile verstanden, Bleed soll wohl gut sein. Ich will's auf meine Art machen. Mein Gott, nervt nicht. Jedes Stream fragen 5 Leute mindestens. Mach doch Bleed.
Nein! Es ist eine valide Frage, wenn du 5 Streams einen Boss fightest. Ja, gut. Frage ist, was ist valide? Können wir auch diskutieren. Komm, wir gehen zu Lanz. Dabu, Dabu Baba, komm, lass uns zusammen zu Lanz und diskutieren. Dann machen wir das auf die, dann diskutieren wir das aus. Ja, Dabu Baba, hier, sorry. Danke, Markus, für die Einladung. Ja, also ich finde das eine völlig valide Frage nach 5 Streams, dass man da einfach auch mal Bleed ausprobiert. Ich meine, ganz ehrlich, dieser, Salon, ihr Name? Ja, ich kenne sie nur als Donny O im Internet. Ja, finde ich eigentlich relativ valide, dass man da auch mal fragt, als Teilnehmer eines Chats, den sie, muss ich ganz ehrlich sagen, öffentlich und umsonst zur Verfügung stellen, und ich bin sogar übrigens gesubbt, by the way, dass man auch mal fragt nach 5 Streams und nach 6 Stunden einem Boss, ob man da mal eine andere Taktik ausprobiert. Ja, nee, sehe ich nicht so. Ich will es auf meine Art spielen. Was soll das? Naja, also, ganz ehrlich, ja, dann kommen wir nicht auf einen Nenner. Alles klar, das war's mit Markus Lanz. Vielen Dank, bis nächste Woche. Was ist jetzt der 200. Try? Cool. Hey, Leute, huhu, willkommen, wir sind beim 200. Try. So, was mache ich jetzt? Ich mache einfach, wie ich es jetzt auch gemacht habe, einfach dodgen, komm. Warum kann ich das nicht mehr dodgen, Mann? Bobby Lematu sagt, ich habe einen kleinen Tipp für deinen Mimic. Komm, hau raus. Ist okay, hau raus. Komm, jetzt warte ich auf dich. Come on. Raw Meat Dumpling ins Inventar, damit sich der Mimic heilen kann. Habe ich nicht. Renn doch! Wieso rennt er nicht? Was war das? Warum? Warum ist der Boss automatisch im Lock-On, wenn man da reinkommt, zweite Phase? Ich schwöre euch, der war automatisch im Lock-On. Ich muss erstmal entlocken und dann rennt der nicht. Ich muss heilen eigentlich. Ich renne jetzt, ich schwöre es euch, ich renne. Ich renne auf jeden Fall. Lock-On off. Renn. Fuck you! Wichtig! Scheiße! Was kommt da runter? Nice ass, by the way. Let's go, come on. Umschalten. Bau. Und jetzt zweihändig. Let's go. Wen geht er? Der Attacke trifft sie mich einfach immer. Immer beim Backdodgen einfach. Ich weiß nicht, was er machen soll. Wir haben gerade einen guten Rhythmus, wir beiden. Mimic Power, Alter. Wir sind gerade gut. Richtig gut sind wir gerade. Komm mal, wenn er sich bitte heilt, das wäre so geil. Jetzt wird's gehen, Bro. Nicht Jameson, komm mal. Let's go! Der heilt sich nicht, der bleibt immer da und wird von dem Scarlet Rod gebumst. Jedes Mal. Was machen? Was passiert?
Nachbarn! Sorry, alle Nachbarn, die sie hören! Jetzt! Come on! Dear Mikkola. Ja! Dearest Mikkola. My brother. I finally met my match. What the fuck? 10 Crimson noch in der fucking Badehose drin, Alter. So gottlos. Oh. Ja. Oh, ich so perfekt. Jetzt kann ich auch in Urlaub gehen. Und ich habe sie geschlagen. Ich sitze morgen. Oh, Marlenia. Marlenia, ich sitze morgen und trinke am Strand eine Pina Colada und denk an deinen fucking Mikkola Blade und denk mir nur so. Oh mein Gott, ihr seid die Geilsten. Wie geil ihr da mit mir dabei wart, die ganze Scheiße, Alter. Unglaublich. Was für ein geiler Schwein, Alter. Was für ein Schwein.